Hallo und herzlich willkommen bei mir in meiner Küche. Ich habe heute ein wahnsinnig schönes Gericht dabei, nämlich Spargel mit Kartoffeln. Und, was viel wichtiger ist, ich habe ein total traditionelles Zubereitungsgut dabei, beziehungsweise eine Technik, beziehungsweise ein Gerät, ein Topf, wie auch immer, den Römertopf. Jeder kennt ihn, die meisten haben ihn bei der Oma, bei der Mama schon mal gesehen. Liegt vielleicht in der Schublade ganz versteckt und keiner weiß oder viele wissen nicht, was man damit alles machen kann. Ich zeige euch einfach heute anhand des Spargels, wie schnell, einfach, gesund und lecker man so wahnsinnig viele Sachen im Römertopf machen kann. Ich fange ja schon an. Den Topf habe ich 10 Minuten vorher gewässert. Das ist ganz wichtig, damit der Keramiktopf das Wasser aufnehmen kann. Das erzähle ich euch am besten, während ich ein bisschen was arbeite. Sonst mache ich wieder den Erzählbär und wir kommen nicht zu Pötte. Also, der Keramiktopf soll deswegen 10 Minuten gewässert werden, mindestens, damit er eben die Feuchtigkeit aufnehmen kann, die er nachher während des Garens im Backofen einfach wieder abgibt. Das ist der Vorteil, der große Vorteil an der Geschichte. Ist der Spargel. Den Spargel machen wir dann rein, oder egal, ob ihr Gemüse oder Braten oder sonst irgendwas habt. Ihr braucht nichts rein. Kein Fett, kein Öl, keine sonstigen Dinge. Durch die Feuchtigkeit entsteht quasi ein bisschen Dampf. Und dadurch brennt auch nichts an und es wird Schmorprozesse sensationell. Alle anderen Gartechniken wunderbar. Also es wird wirklich grandios, so ist es auch mit dem Spargel. Deswegen ist auch der Spargel in dem Römertopf einfach eine wahnsinnig schöne Geschichte, weil die Geschmäcker letztendlich durch fehlendes Wasser, ne? Spargel in Wasser, zieht von außen, dringt das Wasser ein und dann kennt ihr das, der Spargel schmeckt außen schon ein bisschen wässrig und wird auch viel zu weich. Manchmal zu hart, an Stellen zu hart, der kleine zu weich und so weiter und so weiter. Das passiert im Römertopf alles nicht, weil der Geschmack ins Produkt, also der Geschmack, der im Produkt ist, Vitamine bleiben erhalten, Mineralstoffe bleiben erhalten, der Geschmack dringt tiefer ein, wird viel aromatischer und man hat wirklich den reinen Geschmack des Gemüses oder halt in dem Fall jetzt unseres Spargels. Und das ist einfach einer der Riesenvorteile. So, der zweite große Vorteil, da komme ich jetzt auch direkt zu. Wir brauchen die Spargelschalen jetzt nicht wirklich nehmen und brauchen, man kann eine Spargelsuppe draus kochen. Wir nehmen die als Basis. Dann nehmen wir den Spargel, da schneide ich die Enden immer großzügig ab. Ich mag das nämlich nicht, da sind manchmal ein bisschen Strunk dran, ein bisschen hart, dann verschält man sich. So, alles mit rein. Spargel einfach oben drauf legen. So, super schönes Bett, ne? Das sieht grandios aus. Die Kartoffeln. Und jetzt kommt eins der Highlights des Römertopfes, Kartoffeln. Ich mag sie sehr gern mit Schale, man könnte sie jetzt auch schälen. Wir lassen sie so, für mich, ich mag das gerne. Einfach schneiden mit rein, normalerweise No-Go, weil Kartoffeln, Wasser, unterschiedliche Garzeit, Spargel, 5 bis 10 Minuten fertig, Kartoffeln 35 bis 45, je nachdem wie klein und groß. In dem Fall kein Problem, alles rein. Bisschen Zitrone für mich als Geschmacksgeber. Mag ich gerne am Spargel, würde ich beim Kochen auch so machen. Würzen vorher kann man. Hilft natürlich dahingehend, dass der Geschmack, den ich haben möchte, im Produkt ist. Das heißt, das wird ja alles in diesem Topf komprimiert und der Geschmack geht über und so weiter. Also sensationell. Man kann ohne Fett, total gesund, total vital, muss man aber nicht. Ich für meinen Teil pflege beim Spargel immer so eine kleine oder etwas größere Portion Butter, geht ja nicht verloren. So, ihr werdet jetzt nicht glauben, das war's schon. Vorbereitung abgeschlossen, Topf gewässert, 10 Minuten, Spargel schälen, Spargelschalen rein, Spargelenden schneiden und mit rein, Spargel reinsetzen, Kartoffeln schneiden, mit Schale rein, Zitrone, Butter, Salz, fertig. Ihr habt gesehen, 5 Minuten, Deckel drauf, ab in den Ofen, 200 Grad, ca. 50 Minuten, je nachdem wie euer Ofen ist. Könnt ihr variieren, niedriger dauert länger, heißer geht schneller. Immer aufpassen, auch auf die Bissstufe, die ihr haben wollt hinterher. Und dann ist es auch schon fertig und jetzt habt ihr Freizeit quasi. Könnt machen, was ihr wollt, könnt was anderes vorbereiten. Das mache ich auch und dann zeige ich euch nachher, wie es ausgesehen hat. Ich wünsche schon mal viel Spaß beim Nachkochen. Da sind wir wieder, die Zeit ist um. Der Spargel ist fertig, der Römertopf im Ofen. Ich hole ihn jetzt raus und zeige euch, wie es geworden ist. Es wird grandios.
wartet. Oh, den stelle ich schon mal da. Mal einmal den Ofen wieder zu. So. Ich meine, er sieht ein bisschen mit Leidenschaft gezogen aus, macht aber immer keine Sorge. Ist auch ganz schnell zu reinigen. Selbst der Untertopf ist Spülmaschine geeignet. Den kurz auswischen, fertig. Ich sehe, das dampft, das riecht gut. Ja, sicherheitshalber, man sieht es. Sensationell. So, jetzt müssen wir die Burger aufs Exempel machen. Wow, butterzart. Und man sieht, glaube ich, ganz gut, die Kartoffel so ein bisschen angedörrt. Sensationell. Spargel auch bissig. Also kartoffelweich, Spargel bissig. Ich pack's mal hier hin und hol's mal raus. Dann schneide ich es mal an. Und dann könnt ihr eigentlich nur sagen, dass es lecker ist. Heiß. Richtig heiß. Aufpassen, ne? Puh. So. Sehr gut. Sensationell. Eigengeschmack. Habe ich eingangs schon erwähnt, wirklich hervorragend. Der Spargel in seiner natürlichsten Form, seiner reinsten Form, bisschen Buttergeschmack, bisschen Zitrone, sensationell. So, jetzt richte ich das Ganze noch schön auf den Teller an. Und dann verabschiede ich mich in mein wohlverdientes Mittagessen und freue mich, dass es so schnell und einfach ging. Und sag tschüss und bis bald, ne? Macht's gut.